Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Heute ist Dienstag, das heißt, heute ist Food Haul Day. Ich war kräftig einkaufen. Kräftig, in Anführungsstrichen. Ich hatte es ja letzte Woche angekündigt. Diese Woche ist Reste essen angesagt, was die Tiefkühltruhe so hergibt. Die ist nämlich wirklich rappelsvoll. Um dort was reinzukriegen, braucht man Tetris spielendes Geschick. Aber habe ich nicht. So, ich war heute im Netto und gestern Abend nochmal schnell flott alleine im Lidl, weil ich dort unbedingt was haben wollte, wo ich die Angst hatte, dass es dann jetzt heute nicht mehr da ist. Und deswegen war ich dann gestern Abend nochmal schnell. Ja, hier, ne? Weil es heute Morgen nicht mehr da ist, ne? Das Geschäft hat gestern Abend dann kurz danach zugemacht und heute Morgen kurz davor auf. So, ich habe gestern Abend im Lidl bezahlt 32,92 und habe dort gekauft dreimal Tassimo. Die sind dort aktuell für 3,33 € im Angebot und die hole ich ja dann immer sehr gerne, wenn sie irgendwo im Angebot sind, auf Vorrat. Kaffee kann man nie genug im Hause haben. Ich glaube, wir haben noch 1,5 Pakete im Schrank plus die 3. Das wird jetzt wieder für die nächsten 2-3 Wochen reichen. Ist er denn vorher, ist wieder irgendwo wo der Tassimo im Angebot. So, dann habe ich noch mitgenommen. Und zwar müssen die unbedingt mal ausgetauscht werden. Neue Klobürsten. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber um das Kaka im Klo wegzumachen, reichen die wirklich allemal. Ich hatte eigentlich vor, zum Ikea zu fahren diese Woche, aber das, was ich dort kaufen wollte, ist im Moment nirgendwo vorrätig. Deswegen hat sich der Weg zum Ikea jetzt erledigt. Dort nehme ich nämlich immer sehr gerne Klobürsten mit. Für 1 Euro gerne. Die haben jetzt gekostet 1,49 €. Ist jetzt auch nicht die Welt, also durften sie mit. Dann, weswegen ich da war, ist zum einen diese Capri-Hose. Das ist eine Capri-Hose, ne? Die sitzt auch schön. Ich habe sie dann anprobiert. Locker, lässig. Zum Rumlungern ist die optimal. Und dann habe ich mir noch diese Hose mitgenommen. Und zwar diese Sommerhose in diesem schönen Muster. Ich habe diese Hosen dieses Jahr lieb gewonnen. Ich hatte mir auch beim Aldi dieses Jahr schon mal 2 davon gekauft. Diese ist vom Material ein bisschen anders, aber Passform genauso locker, leicht, bequem, lässig wie auch die vom Aldi. Ja, genau. Das war der Hauptgrund, warum ich da war. Also das hier, ne? Und das andere ist dann mitgekommen, weil es dann zufälligerweise da war. So, das werde ich jetzt entsorgen. Ich habe die Hose in der Wäsche, beziehungsweise auch schon an. Macht das nicht. So, dann war ich jetzt, wie gesagt, beim Netto. Dort habe ich bezahlt 28,48 €. Das heißt, unser Wocheneinkauf für diese Woche ist unter 30 €, was wir zu 5 an Lebensmitteln verspeisen werden. Ich weise nochmal darauf hin, es gibt Reste essen, also das Fleisch kommt hauptsächlich aus der Tiefkühltruhe. So, mitgekommen sind auf jeden Fall, upala, neue Bananen. Die waren jetzt nämlich empty, total leer. Dann nochmal neue Pink Lady Äpfel, das sind ja unsere liebsten Äpfel. Da gebe ich auch gerne mal ein bisschen mehr Geld für aus. Den Wochenplan lese ich euch gleich vor. Mitgenommen habe ich auch Champignons in der Bio-Bio-Variante, weil das Paket einfach kleiner war. Das große, das wäre zu viel gewesen. Da hätte ich die Hälfte der Champignons wieder entsorgen müssen. Habe ich mir gedacht, dann legst du für das gleiche Geld dann im Endeffekt hast du weniger Champignons, aber du musst nichts wegschmeißen. Eine einsame Paprika durfte mit. Dann auch Zucchini. Hier ist dann der gleiche Fall. Die normalen Zucchinis, also das ist ja auch wieder Bio-Qualität, die normalen Zucchinis waren solche Monsterdinger, wäre für mein Vorhaben jetzt zu groß gewesen. Deswegen habe ich mich für die kleinere Bio-Variante entschieden. Und auch dort dann wieder der Fall, ich schmeiße es nicht weg. Ne? So, dann nochmal 2 Gurken. Die waren nämlich jetzt auch leer. Einmal neues Jodsalz. Dann
zwei so kleine Ermann-Joghurts, die waren jetzt schon auf 30% reduziert. Die laufen ab einmal am 8.8. Das ist, heute ist der dritte, noch 5 Tage. Und am 5.8. und in den 2 bis 5 Tagen werden wir das wohl schaffen, aufzuessen. Also der Mann wird es schaffen. Dann habe ich dem Mann auch nochmal mitgebracht, einmal so ein Monte-Mega-Becher. Der hatte den schon mal gegessen und danach hat er es bereut, dass er ihn ganz auf einmal gegessen hat. Mal gucken, ob er es nochmal tut. Lassen wir uns überraschen. Dann brauchte ich neue klare Gemüsebrühe, die war leer. Dann eine Hokuspokus-Rahmsoße. Einmal Prinzessböhnchen in der Dose. Ich habe versucht, frische zu bekommen, gab es leider nicht. Und für die tiefgekühlten großer Sack hätte ich gerne mitgebracht. Ach, Tiefkühltruhe ist voll, ne? Also da können wir dann gerne nächste Woche nochmal drüber sprechen. Genau, dann was Kleineres für die Tiefkühltruhe, das müsste da eigentlich noch reinpassen, ist dieses Kaiser Gemüsemix. Die Menge reicht auch tatsächlich aus für das, was ich diese Woche vorhabe. Deswegen durfte jetzt die kleinere Variante mit, war zwar etwas teurer, aber Tiefkühltruhe ist voll. Es passt wirklich nicht mehr rein. Die liebsten Dinkelnudeln der Kinder durften mit. Spirelli und Körnchen. Da war nämlich der Vorrat jetzt auch so gut wie aufgebraucht. Ist nur noch ein Fitzelchen drinne. Nudeln gehen bei uns ja immer auch weg wie warme Semmel. Das ist ja dann die Ausweichmahlzeit für eigentlich alles. Ja, also egal was, ich will Nudeln mit Butter. Neue Butter, Streichzart durfte auch mit. Die war nämlich auch leer. Leberwurst war auch leer. Die Lieblingswurst der Kinder, Geflügelmortadella, war auch leer. Meine Lieblingswurst, Lachsschinken, war auch leer. Ihr seht, es war alles eigentlich leer. Noch nicht ganz leer, aber fast. 1,5%ige Haarmilch. Habe ich 2 Liter neu mitgebracht. Fischstäbchen durften einmal neue mit. Dann habe ich mitgebracht Puten-Mini-Steaks. Die werde ich noch kleiner schneiden als geschnetzeltes und den Rest dann einfrieren. Das Fitzelchen passt auch noch in die Tiefkühltruhe, aber halt so große Säcke nicht, weil ist voll. So. Und dann habe ich noch einmal mitgebracht für den Hunger zwischendurch Milchschnitte. Geht immer, mögen wir alle und ich glaube, esse ich alleine leer. Wie das immer so ist. So, jetzt haben wir hier unseren Wochenplan, den muss ich auch noch auf den großen Plan übertragen. Ich muss dazu sagen, ich habe für Samstag, Sonntag noch keine Ideen gehabt. Da werden wir dann spontan entscheiden, was das Wetter macht. Wir haben auch noch spontane Grillreste in der Tiefkühltruhe für diese Woche, falls dann doch irgendwann mal der Regen nicht mehr da ist. So, gestern am Montag gab es Reste von Sonntag, das war Gulasch, Knödel, Rotkohl. Hat der Mann gegessen, die Kinder und ich hatten Nudeln mit Ei. Mögen wir ja alle, außer der Mann, sehr gerne. Heute ist Dienstag, da gibt es Rahmschnitzel mit Pommes und Kroketten. Die Schnitzel habe ich noch in der Tiefkühltruhe. Pommes und Kroketten ebenso. Die Rahmsoße und die Champignons habe ich ja gerade gekauft. Morgen am Mittwoch gibt es Gemüsepfanne mit Reis und Schrägstrich Nudeln, weil der Reis ja nicht von jedem gemocht wird. Und zwar habe ich bei der lieben Pia den Kanal. Verlinke ich euch gerne mal hier oben. Sie hatte so ein leckeres Gericht mit diesem Gemüse allerlei, Zucchini, Paprika und Hähnchenfleisch. Ich habe ja jetzt Putenfleisch gekauft und dann in der schönen Curry-Rahmsoße. Boah, da habe ich schon beim Zuschauen schon lief mir das Wasser im Mund zusammen. Dazu gibt es dann Reis und darauf freue ich mich wirklich sehr. Am Donnerstag gibt es Minutensteaks, Kartoffeln, Rahmsoße, Schmiederrahmsoße und Prinzessböhnchen. Minutensteaks habe ich auch noch in der Tiefkühltruhe. Kartoffeln sind auch noch auf Vorrat im Schrank. Rahmsoße, ja, haben wir ja eben gekauft, ne? Und Prinzessböhnchen. Vielleicht mache ich aus der Rahmsoße irgendwas anderes. Wir gucken mal, was da spontan mir so einfällt. Am Freitag gibt es dann Fischstäbchen bzw. für die Kinder, ne? Und für uns gibt es dann so größeres Fisch, beziehungsweise habe ich auch noch dieses, ja, dieses Fisch à la Bordelaise. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Fischfilet, wo dann oben drauf, die habe ich auch noch. Und Spinat. So, Samstag, Sonntag habe ich es noch leer. Könnt ihr hier sehen, ist mir nichts eingefallen. Überlegen wir, wie gesagt, spontan. Am Sonntag fahren auch Niklas und Annalena mit Oma und Opa in den Urlaub. Oder beziehungsweise auch schon Samstag.
Deswegen gucken wir dann mal, was so auf uns zukommt. Und ja, genau. Das war der Wocheneinkauf. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen zum Wochenplan geben. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß mal wieder am Food Hall. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.